Ja, das ist das. Ja, die ganze Zeit. Wir sollen es genießen, dass wir uns kurz hier aufrichten können. Das kann sich da durchquetschen, aber wir machen es nicht. Thank you.
immer noch, dass ich den Rucksack nehme.
trinken, ja. Das war's mit der heutigen Wanderung. Wie lang die Strecke insgesamt war, weiß ich nicht, denn das Tracking funktioniert über GPS und in der Höhle gibt's halt keinen GPS-Empfang. Was ich aber sagen kann, wir waren 45 Minuten in der Milner-Höhle und haben nicht jeden Seitenarm gesehen. Insgesamt ist die Höhle auch 1,6 Kilometer lang ungefähr. Da gibt es also einiges zu sehen. Warum wir eine Höhle besichtigt haben und nicht in den Bergen wandern waren, wenn wir schon im Tatra-Gebirge sind. Wir waren Anfang Juni da und es hat die komplette Woche, die wir da waren, geschüttet. Da dachten wir nach 2 Tagen im Regen, dritter Tag muss nicht sein und sind dann halt in die Höhle rein. Wir, das sind Nadja, Przemek, Jacek und ich, wobei Jacek da schon abgereist war, weil er noch andere Termine hatte. Solltet ihr Interesse haben an den 2 vorherigen Tagen. Ich kann die Videos dazu machen, aber großartig Aussichten oder sowas haben wir da jetzt leider nicht gehabt. Und ansonsten zu dem Video, ja, ist halt leider etwas verwackelt, aber es ist auch schwierig dort mit großen Kameras zu filmen. Hat halt nicht diese Stabilisierung wie in der GoPro. Aber sollte es euch trotzdem gefallen haben, dann lasst ein Like da, ein Abo, falls noch nicht geschehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!